Finanzielle Freiheit und wie dich deine Bedürfnisse und Routinen dabei unterstützen können. Ich bin ja Amata Bayerl und habe den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise. Mir geht es darum, dass auch du wirklich erfüllt und frei leben kannst. Und deswegen möchte ich mit dir heute zwei wichtige Punkte teilen, nämlich das eine, mal zu schauen nach deinen Bedürfnissen. Tony Robbins hat ja gesagt, dass jeder Mensch so 6 Grundbedürfnisse hat. Und ich möchte dich einfach mal einladen, dir ein Blatt Papier zu nehmen und mitten auf das Papier einen Kreis oder ein Herz zu malen. Und außenrum folgende Begriffe zu schreiben. Einmal das Wort Sicherheit, dann das Wort Unsicherheit, Abenteuerlust, das Wort Beitrag, das Wort Wachstum, das Wort Bedeutung und das Wort Liebe. Und jetzt einen Blick drauf zu werfen und dann die 2 Bedürfnisse, die im Moment für dich wichtig sind, in die Mitte vom Kreis oder in die Mitte vom Herz zu schreiben. Und dann hinzuschauen und hinzuspüren, sind die Bedürfnisse, die für dich jetzt gerade sozusagen im Mittelpunkt stehen, die für dich wichtig sind, sind die mit dem, was du jetzt tust, kompatibel? Ist es stimmig? Passt es? Wenn ja, wunderbar, dann geh auf diesem Weg weiter. Wenn du spürst, da ist was nicht so dran, passt was nicht, such dir am besten einen Mentor, einen Coach, einen Menschen, der da ist, wo du hin möchtest und schau mit ihm gemeinsam hin, wie du das für dich verändern kannst. Sicherheit ist so ein Beispiel, ganz oft geht es darum, erstmal innere Sicherheit zu gewinnen. Ja? Oder Wachstum. Wie kann das für dich konkret funktionieren, wenn du das möchtest? Was hindert dich auf dem Weg noch? Was kannst du tun, dass du hier weiterkommst? Aber wichtig ist dir erstmal bewusst zu machen, was sind deine Bedürfnisse und dich auf deine Grundbedürfnisse auch in deinem Business auszurichten. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, übrigens, was die Bedürfnisse betrifft, ist auch immer die Frage, ist das, was du machst mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt, befriedigt das sozusagen auch die Bedürfnisse des anderen? Denn immer dann, wenn du eine Lösung anbietest für einen anderen, Menschen kaufen ja nicht ein Produkt, ein Programm, irgendetwas, sondern sie kaufen ja Lösungen. Und sie kaufen vor allem bei dir, wenn du ihre Grundbedürfnisse befriedigen kannst, ihre wichtigsten. So, und der zweite Punkt ist die Routinen oder Rituale auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Und da ist für mich ganz besonders wichtig die Magic Moments, also die verschiedenen Punkte, die es gilt morgens sozusagen zu etablieren für dich. Da habe ich ein eigenes Video dazu, da möchte ich jetzt heute nicht darauf eingehen, sondern nur auf den einen Punkt, nämlich auf deine Identität. Wenn du dir Gedanken gemacht hast, wie deine Identität in 5 oder 10 Jahren sein soll, sein wird, und dir es aufgeschrieben hast und dir jeden Morgen dich da hineinspürst, dann ist es ein Tool und ein Werkzeug, das viel, viel tiefer geht, das ins Unterbewusste geht, das nicht nur im Außen passiert, sondern in deiner Tiefe was verändert und du somit ja, Geld und Fülle und Reichtum in dein Leben ziehst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du es likest, es gerne auch teilst mit deinen Freunden. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata, heute aus Thailand.